willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch ein einfaches, leckeres Börek-Rezept zeigen mit Nudeln. In der türkischen Küche ist ja Zubörek, Wasserbörek sehr, sehr bekannt. Das ist so ähnlich. Bei uns nennt man das Yalancı Zubörek. Also das ist nachgemachtes Zubörek und kommt dann auch gleich zu den Zutaten. Ich habe 200 ml Milch, 100 ml Öl, 100 ml Mineralwasser, das ist selten, und ein Ei. Das Ganze werde ich einfach miteinander vermischen. Und ich habe eine Packung Yufka, da sind 4 Stück drin. Ich habe Nudeln gekocht und habe ein bisschen von der Soße hineingegeben. So ungefähr 100 ml und vermische das Ganze mal ein bisschen. Ich habe mein Blech jetzt mit Öl bestrichen. Ich habe dann so ungefähr 500 Gramm Nudeln gekocht. Ein Yufka werde ich jetzt auf mein Blech drauf geben und es dann auch richtig schön abdecken, sodass keine Lücken bleiben. Und einige Yufkas sind mir kaputt gegangen. Ich hatte gestern Börek gemacht und die habe ich dann einfach jetzt beiseite gelegt und werde die jetzt nutzen. Die könnt ihr weiter kaputt machen, weil das brauche ich für dieses Rezept. Einfach auseinander pulen. Dann gebe ich reichlich von der Soße über die Yufkas. Also ein Yufka müsst ihr aber im Ganzen haben. Das ist wichtig. Für unten und für oben müsst ihr je ein Yufka im Ganzen haben. Gebe die Nudeln einfach darüber. Und bestreue Schafskäse darüber. Jetzt kommt wieder reichlich von der Soße darüber und die kaputten Yufkas wieder einfach darüber verteilen. Dann kommt ein ganzes Yufka darüber. Die Seiten könnt ihr einfach nach innen klappen und gebe die restliche Soße einfach darüber. Und lasse es dann so ungefähr 15 Minuten einziehen. Schneide mein Börek schon mal in kleine Stücke. Jetzt werde ich mein Börek mit Eigelb bestreichen, mit Sesam und Schwarzkümmel bestreuen und bei 180 Grad so ungefähr 40 bis 45 Minuten backen. Mein Börek ist jetzt raus aus dem Ofen, den werde ich jetzt richtig in Stücke schneiden. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.